Bein auf. Thank you.
Ja, weißt du, es ist dann schon schwierig. Thank you.
Thank you.
Let's go now, home now, kid. Let's go, Fiverr. Hey, battle here, battle here. Hey, base it right here. Let's go now, kid. Yeah, that's it.
Willkommen auf dem Herrenschürli Zürich zum zweiten Spiel heute von dem Doubleheader. Zürich Barracudas gegen Hünenberg Unicorns. Ja, das erste Inning ist vorbei und es hat keine Runs gegeben. Wir kommen ins zweite Inning. Bei den Barracudas auf dem Feld, der Alex Strasar ist am Pitchen, der Nick Fischer catcht. Dritte Base, der Josh Kraus auf der Shortstop-Position, CJ Savoldelli. Nick Diener auf 2, Livio Bundi auf 1, im Outfield Augsburger, Wisniewski und Georgiev. Die Line-up von den Gästen. Das ist der Reinaldo Reyes, der angefangen hat. Dann der Rob Sedin, der Luis Chavez, der Ryan Byrne, Pineda, der Samuel Prinster, der Pitcher schlägt selber, Castillo, Murphy und Müller. Eins, zwei, der Count auf der Straße, auf der Burn. 2 und 2 jetzt. Barracudas gewinnen das erste Spiel mit 6 zu 2 heute. Ein anmächliches Baseballspiel war. 2 Stunden 25 Minuten, super durch. Und dann hat man eigentlich anfangen, nach einer halben Stunde das zweite Spiel. Das Feld gesprinkelt und dann hat es den Sprinkler beim dritten Base rausgejasset und es hat eine kleine Überschwemmung gegeben dort. Aber dank der Hilfe der Spieler und der Präsident persönlich haben dort Hand angelegt und dort wieder alles trocken gelegt. Full Count auf den Ryan Byrne. Ein Average von 400. Da kommt einer auf Kopfhöhe über, ein Walk. Ruffelin Pineda ist der nächste Batter. Inside, 1 und 0, the counts. Jetzt drei Balls hintereinander vom Strasar. Der Pitch ist ein Strike, da schaut er zu, nimmt den ersten Strike zum 3-1. Und ein zweiter Walk. Ja, wir sehen, die Flyers spielen immer noch in Terwil am ersten Spiel umeinander. Es ist 18 zu 10, Bottom 8. Und so, und am Bett ist jetzt der Sam Prinster. Er ist einer von den Imports von den Unicorns. Er macht sein erstes Spiel heute. Pitcht. £195 schwer. Wir haben vorher schnell seine Statistiken ein bisschen angeschaut und es kommt da ein Hit-by-Pitch über und ohne zuzutun von
den Batters von der ersten drei in diesem Inning sind die Bases geladen. Der, der kommt zum Aufräumen, das ist der Bilmanio Castillo. Error vom First Baseman, scoret der erste Run für die Unicorns, sie gehen 1-0 in Führung. Der Platte, der Stephen Murphy. Grand Ball dritte, 1 out und... Oh, nice play! Safe an der Platte ist der Runner. Out ist gemacht und es wird dann noch diskutiert an der Platte. Ich muss jetzt ehrlich sagen, für mich hat das safe ausgesehen. Der Tag ist spät angebracht worden. Ihr könnt jetzt locker zurückspulen und das anschauen. Dann könnt ihr selber beurteilen. 2-0 der Score. Und einer out, das war das Force Out auf der dritten Base. Erste, zweite sind besetzt, dann nächste Base Hit. Dort wird wieder das Force Out gemacht und dann das Double Play kann noch gemacht werden. Und jetzt sind Barracudas da gut rausgekommen. Danke, Herr Präsident, für mir sagen, dass ich da was könnte sagen. ja, zwei Runs kommen Ihnen für die Unicorns. Wir sind Mitte 2 und es steht 2-0 für die Gäste.
Bottom 2, Barracudas sind hinten drin mit 2 Runs. Der Nick Fischer kommt zum Schlag. Foul Ball 0 und 2. Und er schlägt den Fastball ins Centerfield für ein Single. Der Nick Fischer, ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt dann da wirklich der Vater vom Pitcher. Er ist gekommen, der Fischer offensichtlich das Gleiche denkt wie der Vater und haut den Fastball als ein Single ins Centerfield. Nicht schlecht gewesen, gell, Presi? Super. Wunderschöner Hit. Jetzt kommt der nächste Cobra zum Schlag. Mit da der Nick und der Nick Diener sind ja als ganz junge Spieler in den Sport eingestiegen. Bei den Cobras in Rümlang haben sie angefangen zu spielen. Nick Diener hat einen Hit auf 9 at-bats in dieser Saison. Jetzt da kommt der Pitch, bannt aber direkt zurück zum Pitcher, das langt nicht aufs 2, da wird es Force Out auf 1 gemacht. Segbunt vom Nick Diener und ich. Das Umschalten von Luther. Ja, sehr gut gemacht. Der nächste Batter ist der Harry Wisniewski. Hey, Harry! Da kommt der erste Pitch auf den Harry. Hoch inside. 1 und 0. Nochmal so eine Höhe. 2 und 0. Aber das erste Spiel ja, in Terwil ist fertig. 20 zu 10 gewinnen die Flyers. Die fangen also jetzt dann das zweite Game an. Ground Ball Richtung Shortstop und das langt am Harry Wisniewski für aufs Base. Ein Single. Zwei Base Runners
für Barracudas. Der nächste Batter ist der Strahil Georgiev. Ich sehe hier noch die Line-Up von der Barracudas. Augsburger Savoldelli Kraus. Bundi Fischer Diener, Wisniewski Georgiev und der Alice Strasser. Passball und Runners 1 weiter. Ja, ich gebe noch schnell, was da. Ja, hier als Passball gegeben. Ja, und das bringt jetzt bei einem Out Runners auf 2 und 3 und Strahil mit einem 1-0 Count schwingt da durch 1 und 1. Strahil Georgiev, der heute den First Pitch gecatcht hat für seinen Buddy, für den Derim Goma, der im ersten Spiel geehrt worden ist. Für seine langjährige Karriere mit den Barracudas hat er dürfen den ersten Wurf machen. Ja, und für ihn natürlich kein Problem gewesen, den Ball als einen Strike zu rühren, er als Pitcher. Und natürlich auch Powerhitter, lange Jahre für Barracudas. Das ist ein Flyball im Right Foul Territory. Der Ball ist gefangen, aber der Runner geht nicht. So ein Popfly im Foul gefangen vom First Baseman. Kein Risiko vom Runner auf der dritten, vom Fischer. Der nächste Batter ist der Pitcher, der Alex Strasser. Er hat erst 1 At-Bats. Aber schon 4 Base und Balls. Gut gestoppt vom Catcher, der Ball darf nicht mehr durch, sonst gibt es dann einen Run. Swing, oh miss. Eyes and eyes. Foulball, oh, das hat der Schiedsrichter verwünscht. Der Bruno Hobler braucht schnell einen Moment. Er ist voll in den Brustpanzer rein. Ja, der Catcher Nick Fischer am Drittbase sagt, jetzt gehst du ein bisschen zum Pitcher reden, dass sich der Schiedsrichter erholen kann. Das machen wir so, gegenseitig übrigens. Also auch wenn der Catcher mal einen Ball verrutscht. Wo es weh tut, geht der Schiedsrichter den nächsten Ball am Pitcher langsam bringen, dass sich der Catcher erholen kann. So ist gut, Bruno Hubler ist wieder bereit. Er also an der Platte und im Feld ist der Fidel Brecho, der Feldumpire. 1-2 der Count, da kommt der Pitch. Geschlagen, richtig
zweite Base. Es sollte kein Problem sein. Und er macht das Out. Keine Runs für Barracudas da im zweiten Inning. Und es steht weiterhin 2-0 für Gäste aus Hünenberg. Wir sind Top 3, 2-0 für Gäste aus Hünenberg und an der Platte steht der Reyes, nach ihm dann der Rob Sedin und der Luis Chavez. Swing and miss, 1 und 2. Grand Ball, Flip Base nimmt ihn und ein schöner Wurf auf Seis, sehr schön ausgeführt vom Josh Kraus. Ja, der Alex Strasar also am Pitchen, der Nick Fischer catcht, Josh Kraus auf der dritten Base, der Savoldelli Shortstop, zweite Base Nick Diener und Livio Bondi auf erste im Outfield Augsburger, Wisniewski und Georgiev. Rob Sedin ist an der Platte. Mit seinen ersten zwei Saison-Hits im letzten Spiel, also heute Morgen. Er ist... Ah,
Schade um Foulball links hinten. Guter Kontakt gewesen, aber zu früh. Zwei Hits bei 10 At-Bats. Das ist seine Saisonstatistik. Kommt also heute wahrscheinlich erst langsam ein bisschen den Lauf über. 1-1 der Count. Ja, da fischt er den unten raus und schlägt faul. Der ist zurück. Full counts. Ground ball 3 base. Der Wurf ist in time. Schönes Play, schwieriges Play vom Josh Kraus. Der muss den Ball wirklich chargen, sonst langt das nicht. Und macht dann den Off-Balance-Throw auf erste Base zum zweiten Out. Nächster Batter ist der Luis Chavez. Also 0. Ja, drittes Out und Seitenwechsel. Keine Runs mehr für die Unicorns. 2-0 steht es, Mitte 3.
Ron, get on base. Get on here. Let's go now. I'm now okay. Let's go, 10. Good 10. Good eye. Good eye there. Nice setup, Pete Buster. That's a good pair of feet, my boy. Hey, can I? Manu, that's what good GMs do. That's what good GMs do. Oh. Up. Go hard, go hard! Go, go, go. Ja gut, wir schauen noch die Line-up oder das Feld an, Entschuldigung, von der Gäste-Defense, also Pitcher tut Sam Brinster, Catcher der Marvin Müller, Chavez auf der 3, Sedin Shortstop, Reyes 2 und Byrne 1 im Outfield, Pineda Castillo und Murphy. Hey, short swing, let's go now. That's a ball, come now, kid. Let's go now, Fiverr. Eins out oder Platte der CJ Savoldelli? Ja. Shortstop in dem Spiel. Sehr gutes Spiel gehabt im ersten Match heute. Starting Pitcher und Winning Pitcher. Swing und Miss. Zieht unten durch. Und geht Strikeout. Josh Kraus ist der Nächste. Foul-Tipp zum ersten Strike. Unicorns haben 3 Imports geholt das Jahr. Einer davon ist jetzt am Pitchen. Line Drive ist Right Center. Josh geht weiter auf die zweite Base, gibt nochmal Gas und ist Sliding Stands ab auf der zweiten Base. Ein Double holt er sich da noch raus. Guten, satten Kontakt gsi. Zwei Outhammer und jetzt kommt der Livio Bundi. Der Bundi schlägt auch gut, 3,85 mit 5 Hits auf 13 Bats. Hat 8 RBIs bereits. Der Pitch ist Ball tief. Der nächste Pitch. Auch ein Ball. 2-0. So, Flyers, übrigens, da sehen wir 2-0 führen, sie Top 2. Sehr viele Runs in Terwil heute. 30 Runs hat es gesamthaft in diesem Spiel und enorm viele Hits. Ein langes Spiel auch. Trotzdem gewinnen dann Flyers mit 10 Runs, Unterschied mit 20 zu 10. Der Pitch auf der Bundi ist geschlagen, ist Right Field aber foul. Ja, der hat Spielfeld verlassen. Jetzt sieht's. Hoch und hätten das verwünscht. Der Runner kann auf jeden Fall eins weiter auf den Wild Pitch.
Der Bundi hat es nicht getroffen. Ja, könnte Barracuda das jetzt mit einem Run aufschliessen oder kommen die Unicorns wieder aus dem Inning raus mit Runners an den Bases? Walk. Runners at the Corners, der Nick Fischer kommt zum Schlag und er hat bereits ein Hit in dem Spiel gegen den Princeton. Princeton, Entschuldigung. Ein Single ist Centerfield. Hoch. Sehr hoch sogar. Für den Ball. Runner geht. Kein Wurf, nur zurück zum Pitcher. Ohne Gegenwehr, also der Bundi auf der zweiten Base. Der Count ist 2 und 0. Hey Fisch! Ah, da hat er ihn ganz knapp noch berührt, aber das ist ein Strike, 2 und 1. Fischer kämpft sich da für einen guten Count und das Singeli gleicht das Spiel aus. Der Pitch. Und ein Walk. Bases sind geladen für den Nick-Diener. Da kommt der Visit vom Coach Shane Bernhards. Geht auf den Mount und hat das Wörtchen reden mit seinem Pitcher. Auch der Brian Byrne ist, der Rob Sedin ist dort gewesen und schauen wir mal, was die zwei diskutieren. So, der Visit ist fertig. Ein Double und zwei Walks haben die Bases geladen. Und der Nick Diener jetzt also zum Aufräumen bereit. Und poppt den auf. Aber der ist offensichtlich gefangen. Man hat das gar nicht gesehen. Ganz am Haken zu hat er den können direkt aus der Luft fangen und schnell. Jetzt also fertig nach dem Bases Loader. Genau. Schade, hat Barracuda das da nicht können
1, 2 oder 3 Runs reinbringen. Wir sind Ende dritt und es steht 2-0 für Hünenberg. Thank you.
Bottom 4, Barracudas sind hinten drin mit 2 Runs gegen die Unicorns. Wisniewski, Georgiev, Strasar, die nächsten Batter. Erster Pitch und Strike. Der zweite Pitch ist ein Ball. Oh, und ein Single für den Harry Wisniewski. Round up first und bleibt jetzt da sehr gut vom Harry als Lead-Off. Jetzt auf der ersten Base. Barracudas bereits mit 5 Hits. Zu 0 Hits kann das sein gegen die Unicorns. Strahil Georgiev, der nächste an der Platte. Pitch Count 52 auf dem Brinster. Davon 32 Strikes. Mit dem 33. Oh, und da sehen wir gerade, Weil ist in Führung gegen die Flyers. In der Mitte vom zweiten Inning. Ground Ball, gerade vor dem Pitcher, da kommt der Wurf auf Eis. Der Strahil opfert sich mit dem Out auf Eis und der Wisniewski auf der zweiten Base. Eis out. Der nächste Batter ist der Alex Strasar, der Pitcher. No lies. Popfly. Der Catcher geht richtig Ball, aber der Ball landet da hinten bei uns auf dem Beton zu einem Strike. 0 und 2 in der Camp. Ah, da hebt das Bett innen und der müsste gefangen werden. Nein, der geht oben und kann nicht gehandelt werden vom Second Baseman. Ja, er hat da nicht allen Effort gezeigt.
zum Fangen. Zumindest ist seine Uniformhose nicht dreckig geworden. Ein Infield Base Hit für den Strasar. Bei einem Out. Zwei Runners auf den Bases und an der Platte ist der Aaron Augsburger. Wieder Barracudas mit zwei Runners auf den Bases. Bis jetzt haben sie immer auf den Bases gehabt und der Ball kann nicht gefangen werden. Blockt, aber er verliert dann den Ball. Gar nicht sicher, ob jetzt der Pitcher im Catcher gezeigt hat, wo der Ball wäre, aber der Catcher war, glaube ich, so beschäftigt gewesen, den zu finden, dass er das auch nicht geschaut hätte. Dadurch konnten unsere Runners in die Scoring Position gehen. 1 und 0, der Counts. Da ist ein Pitch. Hoch, 2 und 1. Nach dem Augsburger kommt dann der CJ Savoldelli und der Josh Kraus ist in der Hall. Der hoch und da walkt der Augsburger. Der Augsburger hat eigentlich eine grosse Strikezone. Und der CJ Savoldelli hat jetzt Bases Loader, aber jetzt kommt zuerst der Visit, der zweite Visit von Shane Bernard. Und das wäre es gewesen. Der Ball ist abgegeben worden. Der Sam Brinster verlässt das Spielfeld. Er hat 3 1/3 Innings gepitcht, 6 Hits bekommen, 3 Base Balls und 3 Strikeouts geworfen. 64 Pitches und 39 davon sind Strikes gewesen. Auf dem Mount ist jetzt der Simon. Simon Steffen und wärmt sich auf.
Embrock. So, der CJ Savoldelli steht in der Box und hat Bases loaded. Pitcherwechsel bei den Unicorns, der Simon Steffen hat übernommen. Sein erster Pitch war ein Ball. Oh, und da schlägt der Diener einen hinteren. Und zwar scoret er sicher 3 Runs. Auf den zweiten Pitch. Ein Base-Clearing-Double. Ja, das lange das. Jawohl! Ja, wir sagen uns noch mal knapp vor der Platte für den letzten Runner, aber er ist safe und CJ jasset einen in die Vogesen. Habe ich Diener gesagt? Was ist? Ja, der Diener. Ist nicht der Diener, ist der CJ Salvaldelli. Der Daddy hockt da oben und ist cool wie immer natürlich. Ja, das haben wir jetzt gebraucht. Und mit einem Hit gehen Barracudas 3-2 in Führung. Zweiter schon kritisiert, er hätte eigentlich auf 3 müssen. Aber wir lassen es jetzt so, ist uns gleich. Josh Kraus ist der Nächste. Go, go, go! Ah, seht ihr, es ist ein bisschen spät, da kommt der Wurf, aber der Wurf vom Catcher zu wenig gut. Und der CJ ist jetzt also schlussendlich doch noch auf 3 gekommen. Der Scorer ist noch beschäftigt, die vielen Runs noch reinzubringen. Aber ich glaube, sie schaffen das dann. Das System ist da unten, ja, bravo. Groundball Kraus durch Infield durch. Das scoret 4-2 mit dem Singly von unserem Nummer 3. Und Barracudas jetzt mit 4 Runs in dem Halbinning. Ziehen davon. Ja, der Simon Steffen haben sie offensichtlich besser drauf wie der Prinster vorher. Und der nächste ist der Livio Bundi. Ja, was für ein Hit vom CJ Savoldelli, ja, unserem Jüngling da im Team. Haut sie right, left center zum Warning Track hinterher. Völlig überraschend für die zwei Outfielder. Denen ist der Ball über den Kopf und leert Bases. Ja, es ist noch nicht fertig. Es ist immer noch eins out. Groundball, 2 wird's out gemacht und Double Play von den Unicorns macht ihnen das Inning fertig, aber sie kassieren 4 Runs, Barracudas gehen in Führung. Ja, 4-2 steht Ende 4.
under the hole. Ja, das erste Out ist schon gemacht. Der Castillo geht out auf einen Popfly. Oli. Nur Fußball. Single Number. Oli. Also catch ihn nicht. Der ist Oli die Beinchen. Ja, da werden wieder Stats auspackt. Alle Mimfields mit einer Single. Rückennummer. Außer der Catcher mit dem 13, aber der steht ja nicht im Infield. Der steht neben dem Infield. Hinter dem Infield. Vor dem Infield. Stephen Murphy ist an der Platte und hat einen 3-1 Count. Und der Walk. Also wenn ihr zuhört, da, wir sind gerade, oh, das ist ein Ball zum Second Baseman, eyes out und safe. Ja, wir sind am diskutieren, heisst es jetzt Foul Paul oder soll es eigentlich Fair Paul heissen, weil wenn man ihn ja dann tüpft, der Pfosten, ist ja der Ball fair gewesen. Aber wieso heisst es nicht Fair Line, sondern Foul Line? Oder heisst es Baseline? Ja, das ist jetzt die Diskussion, die da oben gerade stattfindet zwischen den Spezialisten. Ja, wir schauen aber aufs Feld. Zwei Outs. Und an der Platte ist der Reinaldo Reyes. Ja, und da habe ich falsch gedrückt vor lauter Diskussion. Aber der Ball ist zum Shortstop, zum Held vom letzten Halbinning, CJ Savoldelli, hat das Out direkt aus der Luft gemacht. Barracudas kommen da weg und wir sind Mitte 5. Barracudas feiert 4 zu 2.
Bottom 5 Barracudas am Schlaf, Fischer, Diener, Wischnewski. Ground Ball. Oh, zum First Baseman. Der rührt den Ball im Boden. Der Ball kann nicht genommen werden. Der Fischer geht weiter und das gibt ein Knappspiel auf den zweiten Wurf. Ist hoch, der Fischer leider unten innen und ist safe. Und ich habe wieder vergessen umzuschalten. Heiter Fahne, jetzt haben wir das nicht gesehen. Ja, Fehler vom Wurf vom Second Baseman. Der hat den Ball noch können stoppen. Ein hart geschlagener Groundball. Und rührt, nein, der First Baseman ist das gewesen, genau. Und rührt dann aber den Ball im Boden innen auf Erste. Schön abdeckt hat eigentlich der Pitcher auf seiner sogenannten Bananenroute. Ja, und der Fischer dann durch den Error aufs 2 kommt. Der Nick Diener steht an der Platte. Zwei und eins, der Count. Call Strike, 2-2. Groundball, First Base, der ist fair, aber der First Baseman nimmt ihn. Das bringt den Fischer auf die 3 bei 2 out. Wischnewski ist next. Ball Strike 0 und 2. Ja, also ihm fehlt alles am Gras. Die wollen es da den Run natürlich verhindern bei einem Infield-Hit, bei einem potenziellen Infield-Hit von Wischnewski. Also die Infielder all am Infield-Gras zu. Thank you.
Faber. Schön, Ari. Swing und Miss und der Harry Wisniewski got strikeouts. 2 sind out und der Strohil Georgiev ist der nächste Batter. Tief, ein Ball. Final Counts. Fischer wartet weiter, dass er scoren kann. Der Pitch. Ground Ball. Shortstop. Und dort steht der Rapsodin und der macht eine sichere Falle heute. Macht das dritte Out. Barracudas können nicht profitieren von ihrem Baserunner. Andy 5 sind wir. 4-2 steht es für Zürich. Let's go.
So, die Unicorns haben mittlerweile einen Runner auf der zweiten Base. Ein Base-Hit und ein Stolen Base. Gut, ein Wurf vom Catcher auf die zwei, aber der Ball konnte nicht kontrolliert werden zum Tag. Dort vom Nick Diener war das, glaube ich. Und jetzt an der Platte der Stefan Haltmeier. Der Haltmeier, der Pitcher vom ersten Match. Jetzt im zweiten ist er auf zweite Base, spielt zweite Base also. Ah, der ist faul am Fuß und dann aber auch rausgerollt. Zwei the counts. Der Pitch, runner geht. Hat früher können gehen, hat einen guten Jump gehabt. Strasar hat den Runner nicht gehabt und keine Chance da für den Catcher, dann das Out zu machen auf 3. Ein Out, Full Count auf den Haltmeier. Der Pineda ist dann der Nächste und der Simon Steffen nach ihm. Foulball. Der Full Count Pitch ist zu hoch, das ist ein Walk. Da kommt ein Pinch wieder rein für den Pineda. Ja.
Pitch ist ein Strike. Das ist der Juan Rico, der als Pinch-Hitter reinkommt. Groundball dritte. Ah, da fummelt er schnell den Ball auf 2 und safe auf dem 1 und ein Run scored. Das Out müsste eigentlich gemacht sein auf der zweiten Base. Der Runner steht selber noch ein bisschen unsicher. Aber es sind 2 Outs. Fast wäre es Double Play gegangen, aber kurze Unsicherheit und dann lange es halt dann einmal nicht mehr. 4-3 steht es, also die Unicorns holen den Run auf und das Inning ist ja noch nicht fertig. Der Simon Steffen ist der Batter. Schlägt einen Richtung Left Field und der droppt für einen Single. Erste, zweite, besetzt. Und der Bilmanio Castillo, der nächste Batter. Ja, das ist wieder eigentlich ein sehr ein enges Spiel. Nice. Foul. Barracudas Frauen gewinnen übrigens auch das zweite Spiel mit 16-3 gegen die Cardinals aus Bern. Sind also weiter umgeschlagen in dieser Saison. Groundball Richtung Pitcher. Das Out kann gemacht werden auf der ersten Base. Das beendet das Inning. Die Unicorns können einen Run dazuhängen und es steht 4-3 in der Mitte vom 6. Inning. Strasar Augsburger Savoldelli sind die nächsten Batter, die da das 6. Halbinning für Barracudas anfangen. 4-3 steht es zwischen den Zürcher und den Hünenberger. Wieder auf dem Mount ist der Simon Steffen.
Der Strassard mit 1 für 2 heute mit einem Run erzielt. Line Drive Center und ein Hit für den Strassard. Barracudas fangen also wieder an mit einem Base Runner. Der Augsburger und Savoldelli dann die nächsten. Runner geht und ist safe auf der zweiten Base. Foulball, der muss wieder zurück. Oh, da hebt er das Bett, aber viel zu hoch rein. Da hat er sich wirklich verleiten lassen und unbedingt einen Kontakt machen. Oder er hat irgendein Hit-and-Run-Sign gesehen, ist natürlich auch möglich. Swing and miss, der Runner geht und ist safe. Augsburger Strikeout. Ja, und der CJ Savoldelli ist da und er mit seinem Base-Clearing-Double beim letzten At-Bat natürlich top motiviert, jetzt da etwas zu reissen. Das langt. Ja, da war ein Play auf der zweiten Base, aber out. Strassard mit viel Abstand auf dem 2. Und ein schöner Hit nochmal und geht am Boden. Der Outfielder kann den Ball nicht fangen. Ja, und das ist ein grober Error. Den musst du natürlich fangen auf dem Niveau. Aber wir nehmen es, der Savoldelli kommt aufs Base. Wir schauen noch, was das offizielle Scoring wird sein da draussen. Eyes out und Runners auf der ersten und auf der dritten. Scoreboard ist gerade ein bisschen hinten drin, macht euch keine Sorgen. Wir haben ein Out und einen schönen Kontakt von Josh Krause. Ganz hinten zum Fußballplatz Corner. Null Balls, ein Strike. Runners auf 1 und 3. 1 Out. Ah, jetzt ist es wieder angeführt. Sehr gut. Oh, Hit by Pitch. Take one for the team. Wieder ein Barracuda Spaces loaded. Der Livio Bundi ist der Nächste. Für
Bundi ist 0 für 2 in dem Spiel mit einem Base und Ball. Und jetzt hat er da sein Blättchen serviert. Pitch. Ground Ball über den Drittbase, über da scoret ein Run. Da kommt der Savoldelli und scoret den zweiten Run. Auf der zweiten Stand bleibt der Josh Kraus und der Livio Bundi mit einem Two-Run-Single auf der ersten Base. 6 zu 3 für Barracudas. Ziehen also wieder ein bisschen weg. Und der nächste ist der Nick Fischer. Der Fischer hat bewiesen, dass er hier schlagen kann. Er hat gegen den Starting Pitcher einen Line Drive geschlagen und jetzt gegen den Simon Steffen seine erste Chance. Runners gehen auf den Fehler vom Pitcher. Wild Pitch und beide sind safe. 2 und 3. Popfly für den Fischer im Foul Territory und das ist der dritte Baseman, was out macht. Zwei Outs, der Nick Diener ist der nächste. Diener nimmt den ersten Pitch. Inside hoch. Eis und Eis. Groundball, second base. Und das ist easy out auf der ersten Base. Und Seitenwechsel. Ja, Barracudas aber nochmal 2 Runs dazu und führen mit 6 zu 3 nach 6. Thank you.
Steven Murphy, Marvin Müller und Reinaldo Reyes sind die ersten Batter vom 7. Inning. Line Drive zum Shortstop und Savoldelli macht's out. Reinaldo Reyes. Ja, das 1-2-3 Inning von den Barracudas. Sie sind schnell da aus dem 7. Verteidigungs-Inning draussen. Und in der Mitte vom 7. ist 7th Inning Stretch bei einem Score von 6-3 für Zürich. Wischniewski ist
on base, dann der Georgiev und der Bär. Und so startet Barracudas ins siebte Inning. Der erste Ball ist geschlagen und der Reyes macht das Out. Schnell das erste Out. Rahel Georgiev, der nächste an der Platte. Eins und zwei. Ground Ball, Second Base, das soll kein Problem sein. Und ist auch kein 2 out. Fritz Bär ist an der Platte, er ist gerade reingekommen zum Pitchen und also den Match noch ohne Hit und schlägt aber gerade zum Shortstop. Lange das? Nein, ein schönes Out vom Rob Sedin, ein weiteres schönes Out vom Rob Sedin und Barracudas sind da draussen. 1, 2, 3 nach 7, 6 zu 3 für Barracudas. Das ist unglaublich. Ja, Barracudas jetzt in der Verteidigung, Top 8 und die Unicorns mit dem Sedin, Donalds und Haltmeier. Und das ist wieder die
Gruppe, die du überstehen musst. Erste Pitch. Ein Ball und jetzt ein Foulball. 1 und 1 der Count. Zwei und zwei. Oh, ein Hit by Pitch in den Rücken. Und der Sedin auf der ersten Base. Oh, das ist ein Wild Pitch und das bringt der Sedin auf die zweite Base. Zwei Balls auf der Tanner Donalds. Drei Balls. Oh, sorry, ihr seht ja gar nichts. Full Count. Ball, der geht, der George Kraus, aber hat das Spielfeld verlassen, links aussen.
Und ein Line Drive richtig Center Right. Scoren tut der Rob Sedin easy und der Böller kommt rein für einen Double. Die Unicorns verkürzen auf 6 zu 4. Lautz und Holzmeier ist der nächste Batter. Zwei Strikes auf der Holtmeier. Ja, da geht der Strikeout. Eins out ist gemacht. Fünf bleiben noch. Aber das muss harter gekämpft werden da. Gegen die Unicorns. Der Juan Rico ist der nächste Batter. Foulball. Und ein satte Hit is right field. Das bringt daran nur ein Base weiter. Base hit, runners at the corners, BI'm out. Simon Steffen ist der nächste Batter. Nach ihm der Vilmanio Castillo. Ich sehe noch Action im Bullpen von den Unicorns. Das kommt wieder der Ryan Burnsy. Der Pitch. Strike. Fabo. Ja, Double Play Möglichkeit ist da. Solange der Runner auf der ersten Base ist.
Der Runner geht. Der Wurf ist gemacht. Der Runner ist out. Und eine Rakete vom Nick Fischer und ein schöner, wie sagt man dem, ein Swishing Tag? Das weiß ich gar nicht. Aber ein schöner Tag vom Nick Diener. Eine kurze Diskussion. Da ist der Third Base Coach nicht zufrieden. Hat das anders gesehen. Zieht sich jetzt aber wieder zurück in seine Coaches Box. Oder sogar noch weiter. Ja, zwei out. Simon Steffen hat einen 1-2 Count. Foulball. Da ist jetzt Simon Steffen nicht einverstanden, dass das ein Foulball war. Der Schiedsrichter hat das ziemlich schnell gesagt. Und er steht auf der Linie und sollte das eigentlich am besten sehen von allen, die hier auf dem Platz sind. Vielleicht noch der Catcher, der sieht es auch. Sicher eine knappe Sache dort auf der Base. Aber da kannst du jetzt lange diskutieren. Der Call wird sicher nicht geändert. Das haben jetzt auch alle verstanden. Weiter in der Count 1 und 2 auf der Simon. Oh nein, sie sind immer noch am Diskutieren. Na gut, also. Ich mache mal schnell eine Pause, bis das durchdiskutiert ist. So, jetzt könnte es sein, dass wir fertig sind mit Diskutieren. Zwei Outs. 6-4 für Barracudas, 1 und 2 der Count auf den Simon Steffen. Da kommt der Pitch. Und es ist ein Strike. Er ist Strikeout. Inning in dem Sinn fertig. Das Halbinning. In der Mitte vom 8. führt Barracudas mit 6-4. Ah. Jetzt ist gerade irgend noch einer rausgerührt worden wegen Reklamieren. Ja, wir schauen mal, wissen noch nicht genau, wer das ist. Das könnte der Simon Steffen sein, der eigentlich am Pitchen war. Sehr unglücklich, die Situation jetzt. Und die zwei Coaches beraten sich jetzt wahrscheinlich. Gut, wir schauen nachher, wie es weitergeht. He?
dem Gesagt hat er mir ein Warning gegeben. Und ich muss es auf den Fall kommen. Dann hat das Beste der, weil es gerade die Grundschaft ist. Dann hätte ich das einmal wirklich Zeit. So, also einige Wechsel da. Der Simon Steffen ist des Platzes verwiesen worden. Und zwar wegen Reklamieren hat er eine Verwarnung bekommen zuerst und dann anschliessend hat er Material misshandelt, sagen wir es mal so. Und dann hat er den Platzverweis bekommen. Dadurch jetzt neu auf dem Mount, der Rob Sedin. Und dann gibt es einige weitere Wechsel, wo wir noch dran sind. Unter anderem kommt rein der Beriges auf die erste Base. Aaron Augsburger ist der Batter, nach ihm der CJ Savoldelli und der Josh Kraus. Zwei, der Count jetzt voll. Und Strikeout von Aaron Augsburg. Thank you.
CJ Savoldelli, next an der Platte. Swing and miss. Nochmal daneben geschwungen. Swing and miss. CJ strikeouts. Auch Nummer 2. Nächster Batter, der Josh Kraus. Schwingt durch. Ein guter Start hier vom Rob Sedin, der da wahrscheinlich ein bisschen unerwartet gerade hat müssen einspringen zum go pitchen. Sicher nicht aufgewärmt gsi. Und zwei der Counts. Der Pitch ist foul. Swing and miss und der Rob Sedin mit 3 Strikeouts da kalt aufs Feld gekommen. Gut, kalt kann man nicht sagen, wahrscheinlich etwa 35 Grad dort unten. Aber sehr gut übernommen da und hat mal den Score soweit gesichert. Jetzt kommen aber die Unicorns zum Zug und haben ihre letzte Möglichkeit zum Aufholen. Wir sind Ende 8 und es steht 6-4 für Barracudas.
Castillo, Murphy und Müller sind die drei, die es jetzt richten sollten. Zumindest anfangen damit. Zwei Runs müssen her für die Unicorns, dass sie da noch weiterspielen können. Und den Sieg von der Barracudas verhindern. Eins und eins. 0 und 2. Oh, und da kommt er, der tiefe Strike über den Fritz Bär. Und das erste Out ist gemacht. Noch zwei fehlen. Jetzt ist der Steve Murphy, er ist 0 für 2. Wird da getroffen. Das bringt jetzt den Tying Run an der Platte. I'm out. Und das ist der Catcher, der Marvin Müller, der kommt zum Schlag. Er hat noch keinen Hit diese Saison. Die einzige Stat, die er vorweisen kann, ist 1 Base and Balls bei 5 At Bats. Swing and miss, eyes and eyes. On wild pitch, and the Murphy is in scoring position. Swing und Miss. 2 und 2. Full count. Und nochmal ein Swing und Miss und das zweite Out ist gemacht. Das ist ein Strikeout und eins Out bleibt noch vorig. Der Reinaldo Reyes ist der nächste Batter. Und nachher dann schon wieder der Rob Sedin. Also ich würde sagen, wir tun jetzt lieber gegen den Reinaldo Reyes batten. Er ist 0 für 3, hat eine Batting Average von 0,91, ein Hit auf 11 at Bats ist seine Statistik. 5 Strikeouts auch. Nochmal ein Ball, 2 und 0. Thank you.
Swing und Miss. 2 und 1. Und nochmal schwingt er den Abend und jetzt fehlt noch ein Strike bei einem Count von 2 und 2 und 2 Outs. Jetzt also braucht der Fritz Bär und Barracudas noch ein Strike, um den Sweep komplett zu machen. Da kommt der Pitch, ist tief, gut geblockt vom Fischer zum Full Count. So, nochmal der Fastball, Fritz. Full Count. Der Pitch. Zu hoch. Ein Walk. So, der Tying Run ist auf erste Base. Und da kommt noch ein Visit vom Outplayer Coach, vom Alex Bruce. Und das gibt, denke ich, nochmal einen Pep Talk für den Fritz Bär. Vielleicht eine kleine Diskussion, was man mit dem Rod Sedin machen will. Der Rob ist aber 0 für 3 heute. Zwei hat es im ersten Spiel gehabt. Und walken kannst du ihn sicher nicht, weil hinten dran wartet dann der Tanner Donalds. Also das Herz von der Line-Up, von den Unicorns, kommt dran. Runners auf der 2 und auf der 1. Der Pitch ist ein Strike. Er fängt wieder mit einem Strike an. Ja, spannende Ausgangslage. Da ein Strike ist man schon weg vom Sieg. Und jetzt fängt das alles wieder von vorne an. Ein Weiterschlag vom Rob Sedin ins Right Field. Der Strahil Georgiev ist dort und macht das letzte Out von dem Spiel. Barracudas gewinnen also aus. Zweite Game 6 zu 4 und sweepet die Unicorns. Die Unicorns mit 4 Runs, 4 Hits und 2 Errors. Barracudas 6 Runs, 10 Hits und 1 Error. Fritz Bär. Holen wir noch schnell führen, was er gepitcht hat. 56 Pitcher, 36 Strikes davon. Er hat 3 Innings gepitcht. Und Barracudas also jetzt mit einem schönen Wochenende. Da kommen sie rein, klatschen ab. Wir schauen dem noch zu. Aber wünschen euch ein schönes Wochenende. Morgen melden wir uns aus Hünenberg, Nationalliga B. Barracudas gegen die Flyers spielen dort. Ohne Kommentar, aber mit Bild und Score könnt ihr dort zuschauen. Macht's gut. Tschüss zusammen. Emotions in for you. Not demonstrations, but expectations. Hey,